ihr Lieben, willkommen auf unserem Kanal The Bear and the Bee und willkommen zurück bei Alba, a Wildlife Adventure. Ja, Entschuldigung, wir haben in der letzten Folge die Burg hier auf Vordermann gebracht. Ja, so ganz allein als kleines Kind. Wir haben jetzt gerade die Nachricht bekommen, dass wir uns mit Ines am Hühnerhof treffen sollen, weil sie da einen Luchs gesichtet hat. Wir sind immer noch auf Stimmfang gegen das Hotel und wir müssen auch immer noch das Naturschutzgebiet restaurieren. So, dann lasst uns mal auf die Map gucken, wo denn der Hühnerstall ist. Der Hühnerhof ist jedenfalls neben den Reisfeldern. Ich glaube tatsächlich, ich weiß, wo das ist, aber wir müssen auf alle Fälle einmal quer durch die Stadt. Habe ich die Hühnchen schon fotografiert? So. So langsam wird es auch tatsächlich ein bisschen schwierig, neue Tiere zu finden. Aber ein paar fehlen uns mit Sicherheit noch. Oder oben sehe ich was, was ich aufbauen könnte. So, was haben wir denn hier schon? Also, den Grünfink haben wir noch nicht. Dieses bunte Vögelchen haben wir auch noch nicht. Wir haben den Samtkopfgrasmücke. Die passt da drauf. Und ich glaube, wir haben auch schon einen Feldhasen fotografiert. Langsam wird da das Rothuhn. Doch, ja, habe ich schon. Und einen Feldhasen. Grünfink. Jetzt lasst uns mal gucken. Vielleicht haben wir den doch zufällig schon. Nein, haben wir nicht. Nein. Was das Bunte ist, ich habe ja keine Ahnung. So, gestochenscharfe Aufnahmen. Tausche die Fotos auf dem Tierschild. Ich mache den Fehler echt jedes Mal. So, und da unten ist die Hühnerfarm, glaube ich. Also eigentlich sind wir ganz gut dabei vom Weg her. Na, und du machst da Fett-Yoga? Also nicht Fett. Ganz entspannt Yoga. Hm? Hör auf deinen Körper, atme ruhig weiter. Die Lehrerin in mir spiegelt die Lehrerin in dir wieder. Ah, ja. Sorry, ich habe gerade einen Frosch im Hals. Richtig Täubchen schon? Also es gibt ja unterschiedlichste Tauben und Möwen hier. Da verliert man gerne mal den Durchblick. So, zoomen. Ringeltaube haben wir schon. Okay. Haben wir dich schon? Wie gesagt, so langsam wird es schwierig. Ach ja, stimmt. Das war diese Samtkopfgrasmücke. So, Schafe haben wir auch schon fotografiert. Da war was Gelbes, das ich noch nicht fotografiert hatte. Aber wo ist das jetzt hin? Mann, Mann, Mann. So, Hühnerfarm auf alle Fälle hier. Muss ich mal gucken, wie ich da hinkomme. Den Esel haben wir auch schon fotografiert. Kommst du mir? Halt, 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 halt. Sitzen bleiben. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nein, jetzt wird der da. Eine Gebirgsstelze. Okay, haben wir auch schon. Ich kann es mir halt auch echt nicht merken. Das sind so viele Viecher. Hühner haben wir noch nicht fotografiert, das weiß ich. So, Huhn. Tada. Du
rennst auch nicht so schnell weg. Ein Haushuhn, gewöhnlich, ja. Mag sein, aber es ist ein neues Tier. Alba, potenzielle Luchssichtung. Irgendwas hat ein Huhn von Eloy gefressen. Hey, Senor Eloy, hast du gesehen, was für ein Tier dein Huhn geklaut hat? Tut mir leid, ihr zwei, ich brauch kurz. Könntet ihr mir helfen, den Zaun zu reparieren? Ich will nicht, dass noch ein Huhn geklaut wird. Hab mein Werkzeugkasten bei der Orangenfarm vergessen. War ein harter Tag, das sage ich euch. Ja, aber wir haben ja einen Werkzeugkasten dabei. So, einmal. Zweimal. Danke, ihr zwei. Gute Arbeit mit dem Zaun. Ihr habt meine Tiere jetzt schon zweimal beschützt. Jedenfalls bricht immer wieder irgendein wildes Tier hier ein und klaut meine Hühner. Und ich bin's ganz sicher nicht. Hast du gesehen, was das für ein Tier war? Etwa ein Luchs? Ich würde echt gern helfen, aber ich habe keinen Schimmer. Wisst ihr, ich sehe im Dunkeln nicht so gut. Hab die Hühner nur gackern hören und direkt danach, zack. Da war eins von ihnen auch schon weg. Ah, faszinierend. Das hat Luchspotenzial. Alba, ich wette, das Tier hat Spuren hinterlassen. Erstmal aus hier. So, nur noch seichtes Rauschen, weil das war jetzt echt laut. War es das jetzt schon mit dem Zaun? Naja, wir gehen mal auf Spurensuche. Da, es hat tatsächlich Spuren hinterlassen. Finde die Luchsspur. Das war jetzt nicht so schwer. Folge der Luchsspur. So, und da liegen überall Federn. Okay. Ich muss ja jetzt hoffentlich nicht jedes Mal interagieren. Ich kann ja auch hier immer... Ah ja. So. Unser Hühnerdieb. Das könnte doch ein Fuchs sein. Komm ich da rüber? Ja, tatsächlich. So, und am Ende finden wir raus, dass Opa die Hühner geklaut hat. Nein, da oben ist ein Bau. Ach Gotti. Wie süß. Oh, wie aufregend. Das Zuhause unseres geheimnisvollen Tiers. Das muss ein Luchs sein. Stell dir nur vor, wie überrascht dein Opa aussehen wird. Jetzt verstecken wir uns und warten auf den König des Waldes. Echt jetzt? Wenn wir uns jetzt auf die Lauer legen... Sprich mit Ines, das funktioniert nicht, wenn die wegläuft. So, es funktioniert, da kommt was. Oh, sag ich doch, ein Füchslein. Ah, oh, hallo. Ist natürlich fies, dass er Hühner klaut, aber Füchse sind halt auch sehr süß. Ein Fuchs? Kein Luchs, aber trotzdem super cool. Schnell, scanne den Fuchs, aber geh nicht zu nah ran. So, zack. Hallo. Fuchs. Selten. Na schau. Hühnerdieb bis in seine Höhle verfolgt. Ja, ja. Füchse haben einen Bau, keine Höhle. Dämliche Zeitung. Aber es hat total Spaß gemacht. Jetzt muss ich leider los. Das Essen ruft. Oh, warte. Alba, aufgepasst. Morgen ist Freitag. Das ist unsere letzte Chance. Wir müssen die Unterschriften für die Petition zusammenkriegen. Der Mund des Bürgermeisters wird bis zum Boden aufklappen auf Nimmerwiedersehen Hotel. Bis morgen, Alba, das wird so aufregend. Ja, wir brauchen aber noch ein paar Stimmchen, ne? Da, wir werden beobachtet. Das ist doch unser Luchs. Ja! Ach Gott, wie hübsch. Und wir haben es nicht gemerkt. So, wir haben inzwischen 34 Unterschriften.
Naja, das sind doch... Da fehlen doch nur noch ein paar. Mein Freund dachte, er hätte einen Sichler in den Reisfeldern gesehen. Kannst du dir das ansehen? Eigentlich wollte ich gerade diesen Bauarbeiter zusammenscheißen. Was ihm einfällt, hier so zu bauen. Hm? Was hast du gesagt? Vielleicht hatte Emma mit den Gehörschützern recht. Ja, Arbeitsschutz und so. Ist nicht gut. Vielleicht magst du auch kein Hotel bauen. Hallo? Tut mir leid. Ich muss diese Gesundheits- und Sicherheitsbeurteilung fertigstellen. Und Kinder auf einer Baustelle sind gar nicht gesund und sicher. Punkt 1. Endlich alle Zäune aufstellen. Vielleicht auch Gehörschutz für deine Mitarbeiter, aber ist nur so eine Idee. Was ist da oben? Waren wir da schon? Deine Abuela kocht Abendessen. Wir sehen uns zu Hause. Ach, guck mal. Ah, nee, hier waren wir noch gar nicht. Das ist eine Kapelle. Oh, die zwei Damen. Wie schön hier auch. Schon hübsch. Aber da habe ich noch gar nicht untergeguckt. Ach, ich hoffe, dir gefallen deine Ferien. Du bist bestimmt schon wieder auf dem Weg zu einem neuen Abenteuer, hä? Huh? Oh, ein Abenteuer. Ich vermisse das Bungee-Jumping. Aber du warst doch erst letztes Wochenende. Ah, eben. Die sind ja scharf. Ah, schön. Nee, hier waren wir echt noch nicht. Das ist mir echt entgangen. Ach, okay, das ist quasi hier beim Marktplatz hoch und da hängt noch ein Vogelkästchen auf 7:30. Das ändern wir jetzt noch schnell. Herzchen. Ja. So, ein Mauersichler. Sagt mal, wer macht eigentlich das die ganze Zeit mit den Kästen? Die hängen aber auch sehr tief, die Kästen. Da kommt jede Katze ran. Und wer spült hier eigentlich überall Nope hin? So. Ist das schön mit der Sonne da hinten? Da, wie kommt? Wir gehen jetzt einfach mal zum Strand und machen ein Bild von der untergehenden Sonne. Das so hübsch ist. So richtig untergehen kann die hier ja. Habt ihr das wieder kaputt gemacht, ja? So. Da fehlt uns noch diese orangefarbene, diese Ente mit dem orangefarbenen Köpfchen. Haust die hier irgendwo? Oh nein, haha. Was ist die da hinten? Ich glaube, oder? So. Ja. Kolbente. Kolbenente. Hi. So. Jetzt schauen wir mal, ob das die von dem Bild ist. Oder war es das doch du? Okay, nee, dich habe ich gekriegt. Ente. Zack. Damit hätten wir dieses Vogelbeobachter suchen nach Enten. Klar, ich gehe auch immer mit dem Fächer und mit meinem Handtäschchen so ins Naturschutzgebiet in weißen Hosen. Das macht total Sinn. Oh, hallo, du musst Alba sein. Ich bin Erika. Sieh mal, wie viele Entenarten es gibt. Das war mir gar nicht klar. Dieses Schild ist wirklich praktisch. Unterschreib mir die Petition, Erika. Danke. Erika, Erika. So. Haben wir hier schon... Habe ich diesen Reiher schon? Glaube ich. Doch. Ah. Eine Teichralle. Hatte ich eine Teichralle?
Gerade? Ja, hatte ich. Tatsächlich. Vogelbeobachter kehren ins Naturschutzgebiet zurück. Sehr gut. Oh, hier gibt es wirklich Reiher? Jetzt weiß man genau, nach welchem Tier man Ausschau halten muss. Danke, dass du das Schild repariert hast. Unterschrift. Ja. So, das Vogelkästchen hier haben wir auch schon repariert. Reiher haben wir auch. Also, mir fehlt jetzt eigentlich nur noch das hier, ne? Fürs Naturschutzgebiet. Also, und wir haben noch keine Flussseeschwalbe und wir haben keine Korallenmöwe, oder? Wir haben den Flussregenpfeifer, das ist was anderes. Ah, da hockt ja einer, ich Blödi. Nein. Wie schaut das aus? Okay, wir wissen gar nicht, wie es ausschaut. Ach, schaut mal, da ist Juan. Der war vorhin etwas nervös, als er mit uns gesprochen hat, nicht? Wow, ich kann nicht glauben, dass du die Brücke repariert hast. Der Strand ist so schön, hier leben so viele Vögel. Früher gab es beim Umspannwerk eine Abkürzung. Aber dann hat jemand das Loch im Zaun geflickt. Jedenfalls ist es ein toller Strand und wenn du mal spazieren gehen willst, können wir das machen. Gräbt er uns an. Es ist ein Kinderspiel. Er flirtet ein bisschen mit uns, glaube ich schon. So, Müll. 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 Oh Gott. Müll vom Weststrand. So. Da fehlt noch was. Da liegt noch was. Und hier. Abgeschlossen. Es ist doch gleich sehr viel schöner ohne des Krams. So. Hast du eine Möwe, die ich noch nicht fotografiert habe? Ja. Eine Korallenmöwe. Ich glaube, die hatte uns tatsächlich auf dem Schild auch noch gefehlt. Ich werde meinen Frosch gerade nicht los. Ich finde diese jungen Stelzläufer oder was auch immer das sind, die finde ich so süß. Wenn die jung sind, haben die ja tatsächlich so ein gepunktetes Gefieder. Das ist sehr, sehr goldig. So, die Korallenmöwe darf auf das Schild ziehen. Mir fehlt noch diese blöde Flussseeschwalbe. Das ist bestimmt irgendwas, was... Da fliegt doch was total Buntes. Kann sich das bitte mal irgendwo hinholen? Hier, Mauersegler oder... Wenn ich näher rangehe, vielleicht. So, Achtung. Ja, zack, war es weg. Nein! Schlimm! Schwierig zu fotografieren. So, was düst hier durch die Gegend? So, also wir haben auf alle Fälle noch Quests. Nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte auf die... 4. 1. So, sprich zu Hause mit deinen Großeltern. Scanne mit deinem Handy 40 verschiedene Tiere. Da haben wir jetzt 36. Finde und scanne den Sichler in den Reisfeldern. Ich glaube, wir sind jetzt auch gerade bei dem Reisfeld. Bereinige die vermüllten Bereiche auf der Insel. Da haben wir jetzt 3 von 6. Tausche die Fotos auf dem Tierschild und auf den Terrassen. So. Ich habe halt echt Schiss, dass wir die Unterschrift nicht zusammenkriegen bis
So, Reisfelder. Ach so, nee, das ist noch Naturschutzgebiet. Reisfeld ist ein bisschen weiter hinten, ne? Ja, okay, aber wir sind auf einem guten Weg dorthin. Wir können jetzt auch wieder darüber, das ist sehr schön. So. Ach, naja, guckt mal. Das hat so ein schwarzes Schwänzchen. Das könnte tatsächlich so eine doofe Schwalbe sein. Vielleicht. Nee, das ist eine Lachgeprüfe. Reihe. So ein Hähnchen schon. Als Vogel. Ja, jetzt auf einmal hocken sie alle rum. Das habe ich noch nicht. So. Ein Purpurhuhn. Das ist schön. So, und da sind die Reisfelder. Und was soll ich suchen? Einen Mauersegler. Kann es sein, dass die da oben rumhocken auf der Leitung? Mehlschwalbe. Nee, aber immerhin auch neu. Bei den Reisfeldern. Aha, da sitzt aber was, das kannte ich glaube ich noch nicht. Ja, hallo. Ein brauner Sichler, selten. Finde den Sichler. Vielleicht sehen die so aus. So, mal schauen. Farbenfroher Neuzugang für Sekarals Tierwelt. Ja. Ach, los komm, das wäre doch jetzt mehr als eine Unterschrift. Wow, also war das wirklich ein Sichler? Die zeigen sich fast nie an Sekaral. Gute Arbeit. Ja, merci, merci. So, dann können wir da den braunen Sichler drauf pappen und auch das Purpurhuhn und haben wieder ein Schild repariert. Jedes Mal. Ich komme immer irgendwie auf die Escape-Taste und... Jawohl. So, haben wir das auch repariert. Und ich glaube, mir fehlt nur noch ein Tier. Genau, um 40 Tiere zu finden. Und mir fehlt halt noch diese eine doofe Schwalbe. Gott sei Dank geht die Sonne hier tatsächlich nicht unter. Sondern... Ja, nein, ich hätte jetzt gerne in die andere Richtung geguckt. Danke. Das ist doch schön. Ja, sorry, und wieder die... Ach. Heider Zacken, ich lerne es einfach nicht. So. Das ist das Purpurhuhn. Das haben wir gerade erst frisch geknipst. Du bist eine doofe Lachmöwe, oder? Ja. Das seid ihr. Flussregenpfeifer. Schau ich euch jetzt alle auf. Los, lauf, 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 lauf. diese Enten da, die da fliegen. Schwierig zu fotografieren. Mir fehlt halt auch bloß noch diese doofe Schwalbe. Dann könnte ich tatsächlich das Schild reparieren. Okay, man kann nicht durch Büsche laufen. Das, was da fliegt, das sieht so bunt aus.
habe ich, glaube ich. Das könnte auch so ein Purpurhuhn sein. So, da haben wir einen Reiher aufgescheucht. Einfach rein ins Naturschutzgebiet. Komm. Aber haben wir gut hingekriegt. Ist jetzt wieder sehr hübsch. So. Los, Seeschwalbe. Schwierig, schwierig. Aber eigentlich müssten die ja... Das sind bestimmt die, die da so doof durch die Gegend fliegen. Da muss man halt wirklich mal Glück haben und dass da eine gerade ins Bild huscht. Ja. Bleib stehen. Ich hab dich. Jetzt. Juhu. Los, Seeschwalbe. Fertig. So, jetzt muss ich 50 Tiere scannen, aber ich kann zumindest das Schild hier austauschen. Das wollte ich unbedingt noch machen. So. Bingo. Vogelbeobachter stürmen den Strand. Ah, das sind also die Seeschwalben. Clara hatte recht. Schilder sind echt nützlich. Ich sollte sie mir öfter ansehen. Bald wird dieser Strand mit Handtüchern und Schirmen bedeckt sein. Wir brauchen kein Luxushotel. Aber ja, an sich wären Touristen schon ganz gut. Der Bürgermeister soll einfach das Naturschutzgebiet restaurieren. Das würde doch genug Leute anlocken. WRLAI restauriert Naturschutzgebiet. Und ich glaube tatsächlich, dass das jetzt das Letzte war, was wir hier machen konnten, oder? Okay, uns fehlen jetzt noch 11 Unterschriften. Das ist eigentlich nicht schlecht. So, Naturschutzgebiet ist wieder hergestellt. Dieser Ort ist so schön. Ich wünschte, das würden mehr Leute erkennen. Ja. So, aber das haben wir doch für heute ganz gut hinbekommen. In der Richtung war ich, glaube ich, noch gar nicht unterwegs. Kann das sein? Ach ja, hier sind Bänke. Da kann man sich dann reinsetzen und beobachten. Sehr schön. Aber weiter kommt man nicht. Blöde. Ist das nicht hübsch mit der untergehenden Sonne? So. Ja, jetzt haben wir halt nur noch einen Tag, um 11 Unterschriften zu kriegen. Das ist schon wenig. Alle diese Vögel haben diesen Ort zu ihrem Zuhause gemacht. Ich hoffe, dass sie von dem ganzen Baukrempel nicht abgeschreckt werden. Ja, Erika, das ist wirklich wünschenswert. So. Dann gehen wir jetzt mal nach Hause zu Oma und Opa. Da können wir noch irgendwas machen. Wir können doch noch irgendwie irgendwo Müll wegmachen, oder? Papa. Bei den Terrassen, ja, da haben wir halt auch noch nicht alle Tiere entdeckt. Aber es ist ja ein Kinderspiel. Natürlich werden wir in irgendeiner Form diese Unterschriften zusammenkriegen. Alles andere wäre ja sehr demotivierend. Das will ja auch keiner. Die macht immer noch Yoga. Macht sehr lang Yoga. Es ist faszinierend, wie ausdauernd die ist. Von früh bis abends. Was fehlt uns denn noch? Ah ja, dieses bunte. Der Grünfink. Und dieses ganz bunte Vögelchen. Wo wir das wohl finden?
Ich renne immer irgendwie falsch rum zu uns nach Hause. So. Ach, ich könnte mal mit den Nachbarn plaudern. Ist ja auch ganz nett. Ach, das ist ja die Ines. Verflixt, es wäre so episch gewesen, den Luchs zu finden. Ja, der war auch da. Nur, ne? Ein Fuchs ist auch cool, aber du weißt schon, ein Luchs. Naja, aber es gab viele Unterschriften. Wir brauchen nur noch ein paar. Dann heißt es Tschüss Hotel und willkommen zurück, Naturschutzgebiet. Das hoffe ich doch auch ganz stark. So, Oma und Opa warten schon auf uns. Lülülülü. Buenas noches, Alba. Dein Abuelo hat gesagt, dass ihr beide heute viel Spaß hattet. Alter, ich habe eine Burg restauriert und du nicht. Unsere gemeinsame Zeit bei der Burg hat mir sehr gefallen. Und wie lebendig es dort mal wieder war. So viele Leute haben geholfen oder vorbeigeschaut. Ich habe endlich eingesehen, dass ich falsch lag. Das Naturschutzgebiet ist viel wichtiger als ein Luxushotel. Wir können unsere Probleme selbst lösen. Wir brauchen keinen Paco. Apropos, ich habe ihn und den Bürgermeister streiten sehen. Vielleicht erkennt der Bürgermeister langsam die Wahrheit. Falls nicht, wird er definitiv morgen Nachmittag wachgerüttelt, wenn du ihm die WRLAI-Petition überreichst. Aber eins nach dem anderen, du hast sicher Hunger. Wollen wir essen? Jo. Dachte ich mir, Liebes. Hilf mir doch beim Auftun. Sonst schnappt sich dein Abuelo das ganze Hähnchen. So, Tag 4 abgehakt. So, Freitag. Wir kriegen das hin. Das hoffe ich doch stark, dass wir das hinkriegen. Und ja, bis zum nächsten Tag sage ich vielen Dank fürs Vorbeischauen. Und danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Alba.